Auf jeden Fall. War schön, mal wieder jetzt auch für nach längerer Zeit für mich zu spielen. Ja, erstes Testspiel beim neuen Verein. Nicht in der Halle, sondern draußen, ist immer was Besonderes und von daher hat Spaß gemacht. Oh, mein richtig letztes war bei den Amateuren und was bei Bremen noch. Also das, ansonsten hatte ich noch ein paar Kurzeinsätze bei den Profis, zwei noch irgendwie, aber das waren ja 7 Minuten insgesamt oder so, von daher jetzt. Aber man hat schon gesehen, dein Ding ist Zentrum, Bälle fordern, aufbauen, gucken. Ja, da fühle ich mich am wohlsten, so, genau. Das macht mir am meisten Spaß. Ich denke, da kann ich meine Qualitäten am besten mit einbringen und ja. Das hat gestern auch ganz ordentlich funktioniert, denke ich, zum Anfang. Ja. Okay. Du bist jetzt ja genau 2 Wochen heute bei St. Pauli. Ja. Wie hat sich da so eingelebt? Wie sind die Mitspieler? Wie bist du aufgenommen worden? Ja, das wurde ich jetzt schon echt häufig gefragt, muss ich sagen. Und ich kann immer nur die gleiche Antwort geben. Ich bin total positiv überrascht von dem Ganzen hier, von der Mannschaft, von dem Umfeld, von den Leuten. Sehr sympathisch, sehr gut aufgenommen worden und macht mir sehr viel Spaß. Und meine Entscheidung, hierher zu wechseln, hat das Ganze nur noch mal untermauert jetzt die ersten 2 Wochen. Musstest du irgendwie einen Einstand geben oder gab es da irgendwie Der kommt noch. Ja. Irgendwie so eine Taufe oder sowas? Ja. Irgendwie sowas werden sich die Jungs schon einfallen lassen. Okay. Gibt es ja ein Ritual. Vorbereitung hast du mit Werder Bremen, nehme ich mal an, auch die eine oder andere gemacht? Jo. Du warst schon mal hier, ne? Bestimmt? Ja, im Bielek, ja. Das ist jetzt das dritte Mal, ja. Wenn ich hier bin, ja. Sieht man einen Unterschied oder gibt es einen gravierenden Unterschied? Ich meine, die machen fast alle das Bei den Vorbereitungen jetzt? So? Ja. Nee, denke ich jetzt, so ein großer Unterschied ist es nicht. Im Grunde läuft das alles auf das Gleiche hinaus. Grundlagen wurden jetzt in Hamburg schon gelegt und hier sind wir halt dabei, jetzt den Feinschliff so für die nächsten Wochen und Monaten mit zu integrieren und ja. Also das ist hier kein Hexenwerk, das ist so wie bei... Nee, das ist kein großer Unterschied. Ja. So spielkulturell? Wie findest du die Truppe da? Also, gefällt mir sehr gut, deswegen war das ja auch ein Grund, sonst wäre ich auch nicht hergekommen. Aber jetzt bist du aktiv drin. Und ja, gefällt mir nach wie vor. Ist das, was ich mir vorgestellt habe, das, was ich mir gewünscht habe. Man merkt, dass die Truppe einfach Spaß hat beim Kicken und ich freue mich davon, ein Teil sein zu dürfen. Und das war ja auch ein Grund, warum ich hergekommen bin. Und, ja. Jetzt hast du ja mit einem Trainer aus einer ganz anderen Generation zu tun. Also Thomas Schaaf ist ja eher so ein Trainer, sagen wir mal, alter Prägung. Ja. Und der ist jetzt hier als 10 Jahre jünger, wie ist so der Unterschied im täglichen Umgang? Ja. Ich meine, es verbindet ja eins beide, dass sie einfach ja Fußball spielen wollen, ne? Ja. Dass sie beide kicken wollen nach vorne. Mhm. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wenn ich hier nicht das Gefühl gehabt hätte, gut hinpassen zu können, dann hätte ich den Wechsel auch nicht getätigt. So wie ich damals auch von Rostock nach Bremen gegangen bin, da wusste ich natürlich, dass ich noch ein paar Monate oder auch länger brauche, bis ich halt Bundesliga spielen kann, was ich dann als relativ zügig dargestellt hat. Aber ein Grund war halt dafür einfach, warum ich da weggegangen bin, nach Bremen, weil ich da zulernen wollte und weil ich halt einfach wusste, dass Bremen geilen Fußball spielt. Mhm. So, und so ist es jetzt hier auch, wenn man Pauli vergleicht, mit den Spitzenteams, die jetzt noch da oben sind, Fürth, Köln und Kaiserslautern, dass da auch bei Pauli eine richtige Struktur zu erkennen ist, dass man was vorhat, auch die nächsten Jahre und wie man Fußball spielen will, und das ist für mich ausschlaggebend. Und was die Trainer angeht, ist, wie erwähnt, die wollen beide Fußball spielen, aber sie haben halt beide einen Plan von dem, was sie machen wollen, und daran halten sie fest, und das ist genau das. Sie haben eine Linie und die wollen sie der Mannschaft halt vermitteln, und das finde ich gut. Und ja, wir spielen ja auch, oder was jetzt die Rückrunde uns erwartet vom System her, weiß ich noch nicht. Aber die Hinrunde wurde halt auch viel mit der Raute gespielt, dann zum Ende auch hin, und das kenne ich auch aus Bremen. Und ja, gibt schon Parallelen, auch wenn sie jetzt vom Alter unterschiedlich sind. Ich habe in meinem quasi Saisonheft von Werder Bremen zur letzten Saison, wo alle Spieler vorgestellt wurden, dazu ein Fragebogen, was du auf die Frage, wer der schwerste Gegenspieler war, geantwortet, weißt du das noch? Nee. Shinji Kagawa? Ja, stimmt. Ist das immer noch so, oder? Ja, ich habe gegen die beiden, ich habe gegen Dortmund der Westfalenstadion, oder Signal Iduna Park heißt es ja jetzt, ne? Und
haben wir damals gespielt und es war ein richtig geiles Spiel, vor allem wegen Atmosphäre und so. Und für mich persönlich war es auch ein gutes Spiel, weil ich da ein gutes Spiel gemacht habe. Leider haben wir 1-0 verloren, schon relativ früh das Gegentor bekommen, aber wie die da gespielt haben mit dem Gündogan und mit dem Kagawa und was weiß ich, wer noch alles aufgelaufen ist, das war schon richtig gut, aber ich muss sagen, auch als wir dann gegen Bayern zu Hause gespielt haben und so, die können schon, ich hätte auch noch 3-4 andere Spieler aufschreiben können, ne? Aber es war schon was Besonderes auch wegen der Atmosphäre und Dortmund. Das ist auch Wahnsinn, seit 19 Jahren da vor 80. Ja. Ein bisschen über 80 geht da rein. Mhm, 80, also es war was Besonderes. Da hat man am Anfang, muss ich echt sagen, wie allgemein auch meine ersten Bundesligaspiele, dass man so eine gewisse Anfangsnervosität hat man noch. Aber die, nach den ersten so 2, 3, 4 Spielen war das denn Routine, würde ich nicht sagen, wäre es auch heute nicht. Aber man ist halt, man hat eine andere Sicherheit, wenn man dennoch das Vertrauen spürt. Und man kommt rein und dann kann man auch sein Spiel aufziehen. Dann ist man natürlich erst begeistert auch von dieser Atmosphäre. Aber dann blendet man es einfach aus und man genießt es und man freut sich darauf, vor so vielen Leuten spielen zu dürfen. Und deswegen war das ein ganz besonderer Moment auch, ne? Wenn man das dann auch vergleicht. Und die nächste Saison wieder so sein für dich, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Werden wir sehen. Ich hoffe, dass es für uns alle die Möglichkeit gibt. Mit wem musst du dein Zimmer hier teilen? Ist das auch mit so Philipp Herwang. Ach so. Müssen, wir verstehen uns ganz gut, ist in Ordnung. Also ist jetzt nicht so. Also Hollywood-Herwagen sozusagen. Ne? Hollywood-Herwagen, okay. Was meinst du, woran du selber noch am meisten arbeiten musst? An meiner Torgefahr, dass ich torgefährlicher werde. Und an meiner Dynamik kann ich auf alle Fälle noch arbeiten. Wobei ich da mit in Bremen auch angefangen habe, mit Leichtathletiktrainern mir die selber genommen habe und da auf einem guten Weg eigentlich bin und da auch schon Fortschritte gemacht habe, aber natürlich noch nicht am Ende bin, was das angeht.